Herzlich willkommen zum Hamburg-Journal am Dienstag, am Tag nach dem furchtbaren Autounfall einer Hamburger Familie. Der Großvater fuhr den Wagen auf einen unbeschrankten Bahnübergang zu. Offenbar hatte er den heranfahrenden Zug übersehen. Auf einmal wurde das Auto von der Bahn erfasst und mitgeschleift. Ein schreckliches Unglück, bei dem der 5 Jahre alte Enkelsohn sein Leben verlor. Gestern war ja hier schon der Auftakt und heute haben die G7-Energieminister nach ihrem Treffen in Hamburg ihr Abschlusspapier vorgelegt. Bundesenergieminister Sigmar Gabriel wollte ja eigentlich erfolgreich für erneuerbare Energien werben und hatte seine G7-Amtskollegen gestern zur Eröffnung eines großen Windparks in der Nordsee eingeladen. Aber keiner kam mit. G1 statt G7 witzelten da schon einige. Und auch heute wurde deutlich, dass die Interessen der 7 Industrieländer auseinandergehen. Wenn Sie dringend auf Post warten, dann könnte es sein, dass Sie noch etwas Geduld brauchen. Jens Rieber weiß warum. Die Nachrichten. Vielen Dank, Jens. An apple a day keeps the doctor away, heißt es ja immer so schön. Obst und Gemüse sind doch extrem gesund, oder? Womöglich nicht, denn es sind oft Pestizide im Einsatz. Jetzt warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO sogar vor dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, das auch auf Hamburger Böden versprüht wird. Das sogenannte Pflanzenschutzmittel sei möglicherweise krebserregend. Als Reaktion darauf hat eine Baumarktkette gestern angekündigt, das Mittel aus dem Regal zu nehmen. Viele Pestizide sind offenbar alles andere als harmlos, besagt eine neue Studie von Greenpeace. Politikerinnen und Politiker müssen sich manchmal einiges gefallen lassen. Das ist bekannt, dass sie aber für ihren Vorschlag, Flüchtlinge wie in Berlin, auch in Hamburg, in freiwillig zur Verfügung gestellten Privatwohnungen unterzubringen, dass sie für diesen Vorschlag schlimmstens angefeindet und von Rechtsextremen bedroht werden würde. Damit hatte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU in der Bürgerschaft nicht gerechnet. Jetzt hat sie sich entschlossen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Herzlich willkommen, Karin Prien. Guten Abend. Wie sehen die Drohungen gegen Sie aus? Jetzt haben Sie sich entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch die Polizei ermittelt. Wie ist da der Ermittlungsstand? Und das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Jessica Springsteen springt nun doch nicht in Kleinflottbek. Die Tochter von Rockstar Bruce Springsteen hat ihren Start beim deutschen Spring- und Dressurderby abgesagt. Aber die Weltspitze hat sich in Hamburg angemeldet. Und viele haben auf dem schwierigen Parcours noch eine Rechnung offen. Ja, und vielleicht sind Sie auch dabei, denn Sie können jetzt bei uns Karten für das deutsche Spring- und Dressurderby in Hamburg-Kleinflottbek gewinnen. Und zwar 3x2 Karten für übermorgen, Donnerstag, den 14.05. ab 7.30 Uhr in der Früh. Und 5x2 Karten für Freitag, den 15.05. ab 8.30 Uhr. Und für denselben Tag auch dieselbe Zeit, 1x2 VIP-Karten. Wenn Sie also dabei sein wollen, jetzt anrufen unter 01371 90 93 93. Ich wiederhole nochmal, 01371 90 93 93. Bis 7:45 sind die Leitungen geschaltet. Viel Glück und dann Spaß beim Pferdegucken. Jetzt ist es Zeit für weitere Nachrichten. Jens, bitte. Danke, Jens. Jetzt zu denen, die ausrücken, um unser Leben zu retten. Aber setzen Sie dafür dauerhaft Ihre eigene Gesundheit aufs Spiel? Das ist die brisante Frage. Nach dem Brand ist das Feuer zwar gelöscht, aber für die Retter ist er immer noch eine unberechenbare Gefahr. Der Feinstaub nämlich, den Sie in Ihrer Lunge, auf der Kleidung und anderen Dingen mitnehmen. Ein hohes Risiko, auch für die Hamburger Feuerwehr. Weitere Einzelheiten zum Thema und diesem Fall sehen Sie heute Abend um 21.15 Uhr in Panorama 3 hier im NDR Fernsehen. Jetzt zum besonderen Konzert gestern bei unserer Reihe Hamburg Sounds von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal. Der Musiker Rolf Stahlhofen, Gründungsmitglied der Söhne Mannheims, will mit seinem Projekt Water for Millions mehr machen als nur Musik und konnte auch andere Stars dafür begeistern. Wer lebt eigentlich noch so alles in unserer Stadt? Wenn man an den Menschen vorbeiläuft in der U-Bahn oder auf dem Rad sitzt, dann überlegt man ja schon mal. Was macht der oder die wohl beruflich? Haben sie Familie? Wo leben sie vermutlich? Und wie? Fragen, die sich auch meine Kollegin Bettina Rust stellt. Und dann läuft sie mit der Kamera einfach los. Zufallsbekanntschaften zu sehen morgen wieder bei So ein Tag. Kuchen und Torten ohne Butter und Eier, also ganz ohne tierische Zutaten. Geht doch gar nicht, denken viele, aber es geht doch. Beweisen die vielen kleinen veganen Cafés und Bistros in der Stadt. Anke Hanak war heute bei Happenpappen, heißt wirklich so, in der Lappenbergsallee in Eimsbüttel und konnte kaum widerstehen. Dabei wollten wir eigentlich wissen, wie das Wetter morgen wird. Ja, absolut. Vegan ist also auch lecker. Hast du schon mal probiert? Vegan? Ja, ich habe vor 2 Tagen meinen ersten veganen Pudding gegessen. Aus wie heißt das? Kiasamen. Kiasamen. Mit Mango-Püree. Selber gekocht? Sehr lecker. Nee, gekauft.
Kann man selber machen? Ja, immerhin. Ja, also es war lecker. Ich bin großer Fan und ich bin, glaube ich, veganer SM kommen. Okay. Also Happenpappen oder andere. Lass uns über wichtige Dinge. Sachen reden. Weltbilder gibt es heute noch. Genau, um 23.30 Uhr, direkt nach dem Tatort. Da freue ich mich nochmal auf Sie. Da geht es um ein ganz anderes Thema. Da geht es darum, dass in den USA jetzt Amphetamine als sozusagen Appetitzügler zugelassen werden, wo wir gerade beim Essen sind. Da geht es nämlich um Essstörungen, die man jetzt angeblich mit diesem Stoff, der ja die sonst bekanntermaßen die Muskeln machen. Süchtig macht, genau, bekämpfen soll. Hier geht es jetzt weiter mit Visite und da geht es auch ums Essen, direkt nach der Tagesschau. Bis später. Schönen Abend noch. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.